Warum sagt uns das eigentlich keiner? Warum sagen so viele, das sei normal? So viele Frauen, die zu ihrem Gynäkologen, zu ihrer Gynäkologin gehen und genau mit dieser Aussage abgetan werden, es sei alles normal. Obwohl das ein wichtiger, wichtiger Hinweis ist auf deine Fruchtbarkeit und auf deine Schwangerschaftschancen. Warum solltest du also damit warten, herauszufinden, was genau dahinter steckt? Genau dafür gibt es jetzt dieses Video. Es geht um Schmerzen vor der Periode oder während der Periode. Das haben wir mittlerweile als relativ normal, nehmen wir das hin, aber nicht, weil es normal ist, sondern weil es einfach sehr weit verbreitet ist und weil das einfach schon sehr lange in den Köpfen ist, dass Regelschmerzen nun mal dazugehören. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, das gehört nicht dazu. In diesem Video geht es darum, dass du erkennst, was denn normal ist, woran du aber auch erkennst, dass es potenziell ein Hinweis darauf sein kann, dass deine Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Und zum Ende des Videos gebe ich dir auch noch Praxistipps mit an die Hand und einen Akutplan, der dir bei Schmerzen vor oder während der Periode helfen kann. Ich bin die Melissa, ich war lange selber im Kinderwunsch und hatte selber dieses Problem. Mittlerweile helfe ich Frauen und Paaren auf ihrem Weg zur Schwangerschaft. Und ich höre dieses Thema tatsächlich relativ häufig, dass also Schmerzen vorkommen, zweite Zyklusphase, in Verbindung mit verschiedenen Diagnosen oder auch keinen vorliegenden Diagnosen. Und da kommt häufig die Frage auf, was davon soll ich denn jetzt behandeln lassen? Was kann ich davon auch selber tun? Und wir kommen sehr, sehr schnell darauf, dass die Aussage, das ist normal, nicht unbedingt bedeutet, dass etwas normal ist. Nur weil man nicht über den Tellerrand hinausschaut, heißt das nicht, dass dahinter nichts ist. Deswegen haben wir uns zur Aufgabe gemacht, auf diesem Kanal herauszufinden, was dir dabei helfen könnte, eben genau diese Unterschiede zu erkennen und vor allem dann auch zu wissen, was du individuell tun kannst, um deine Fruchtbarkeit zu optimieren. Das heißt, wenn du diese Informationen auch gerne regelmäßig haben möchtest, dann abonniere doch jetzt gerne den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Da freue ich mich, wenn du dabei bist. Worum geht es bei uns im Kinderwunsch? Es geht ja um Hormone. Und es geht auch darum, was unseren Zyklus, unseren Eisprung, unsere Fruchtbarkeit beeinflussen könnte. Alle Symptome, die wir jetzt bei uns feststellen oder Körperzeichen, können also ein Hinweis darauf sein, wie fruchtbar ich eigentlich bin. Es gibt so zwei Unterschiede bei den Schmerzen, also in den Ursachen. Es gibt einmal die Ursache dieser Schmerzen ausgehend von einer bestehenden Diagnose, was ich vielleicht durch verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten herausfinden kann. Das kann jetzt zum einen die Endometriose sein, das können aber auch Myome sein. Und dann gibt es noch die Variante, dass ich keinen konkreten Grund dafür finde. Also ich habe einen Ultraschall gemacht, verschiedene andere Untersuchungen gemacht, und bekomme eben wieder diese Aussage, es sei alles normal, man kann nichts finden. Ich habe diese Schmerzen aber trotzdem. Häufig hat das trotzdem eine Ursache. Also nichts macht unser Körper ohne einen Grund dafür zu haben. Diese Ursache liegt häufig in hormonellen Verschiebungen, also hormonellem Ungleichgewicht, was eben dann auch mal ein erhöhtes Schmerzempfinden auslösen kann oder auch eine erhöhte Schmerzreaktion. Diese beiden Kategorien, die würde ich gerne in diesem Video unterscheiden. Und wir fangen mal mit der ersten an. Also wie finde ich jetzt heraus, ob es bei mir wahrscheinlich ist, dass ich etwas habe, was auch diagnostiziert werden kann jetzt erstmal über bestimmte Untersuchungsmethoden und die auch dafür bekannt sind, die Fruchtbarkeit zu beeinflussen. Das ist vor allem mal die Endometriose. Doch auch nicht nur dann ist das wichtig, was wir jetzt durchgehen. Es sind nämlich bestimmte Kriterien, an denen du erkennst, okay, das könnte tatsächlich etwas sein, was meine Chance auf eine Schwangerschaft einschränkt. Sondern es geht eben auch darum, rauszufinden, wie stark sind meine Schmerzen denn? Ist das etwas, wo ich wirklich nochmal mit Nachdruck auch mit meinem Arzt sprechen sollte oder vielleicht sogar in ein bestimmtes Zentrum fahren sollte, um das mal genauer untersuchen zu lassen? Du kannst dich also Folgendes fragen. Für dein Schmerzempfinden, sind die Schmerzen, die du hast, aushaltbar oder hast du das Gefühl, dein Alltag ist dadurch eingeschränkt? Kommt es also zum Beispiel dazu, dass du kurz vor der Periode gar nicht arbeiten gehen kannst, dass du deinem Hobby nicht nachgehen kannst, dass du wirklich eigentlich am liebsten zu Hause auf dem Sofa bist, dich ausruhst mit Wärme und die Schmerzen wirklich so stark sind, dass vieles andere eingeschränkt ist? Und diese Schmerzen treten dann meistens nicht nur während oder vor der Periode auf, sondern vielleicht auch um den Zeitpunkt deines Eisprungs. Die sind also nicht nur auf einen bestimmten Zeitrahmen beschränkt, sondern die ziehen sich so
durch die zweite Zyklusphase, kann man sagen. Du weißt also immer ziemlich genau, wo du dich in deinem Zyklus befindest, und zwar anhand deiner Schmerzen. Beobachte mal, ob diese Schmerzen nicht nur lokal sind, sondern auch, ob die ausstrahlen, in den Rücken zum Beispiel oder in die Beine. Ne, dass das so stark ist, dass das quasi einen größeren Raum in deinem Körper einnimmt. Beobachte auch mal, ob du insbesondere an den intensiven Tagen auch Schmerzen hast, wenn du zur Toilette gehst oder wenn ihr Geschlechtsverkehr habt, ob das da auch vorkommt und ob du Schmerzmittel brauchst. Also sind die Schmerzen aushaltbar, dass du erstens deinen alltäglichen Sachen nachgehen kannst und auch deinem Beruf? Oder geht wirklich gar nichts mehr, dass du auch Schmerzmittel, vielleicht auch sogar hochdosierte Schmerzmittel oder mehrmals am Tag Schmerzmittel benötigst? Während deiner Periode hast du vielleicht auch wirklich starke Blutungen oder vor deiner Periode auch relativ starke Zwischenblutungen. Das könnte eben auch ein Indiz dafür sein, dass diese Schmerzen, die du hast, tatsächlich behandlungswürdig sind. Und wenn du jetzt das einteilen würdest, dein Schmerzempfinden auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark sind deine Schmerzen ohne Schmerzmittel? 0 ist, ich spüre gar nichts. Oder 10 sind so starke, intensive Schmerzen, das ist das maximale Schmerzempfinden, was ich haben kann. Such dir hiervon mal aus, wo du dich am ehesten einordnen kannst. So, wenn du jetzt ein paar Übereinstimmungen gehört hast und dich da wiedererkennst und sagst, ja, das habe ich auch, das stelle ich regelmäßig bei mir in meinen Zyklen fest und mein Schmerzempfinden auf dieser Schmerzskala ist über 6, dann würde ich auf jeden Fall noch mal einen Termin ausmachen, gerne erstmal bei deinem Gynäkologen oder bei deiner Gynäkologin und dich dann überweisen lassen an ein Endometriosezentrum, wo nochmal genauere Untersuchungen durchgeführt werden können. Ich hatte übrigens selber auch Endometriose, bei mir wurde das auch festgestellt. Man kann so einen ersten Hinweis finden im Ultraschall über einen Tastbefund. Das sind aber wirklich erstmal nur Hinweise. Wirklich diagnostizieren kann man das nur über eine Gewebeentnahme, meistens über eine Bauchspiegelung. Und das würde dann im Endometriosezentrum besprochen werden. Das lohnt sich auf jeden Fall, das wahrzunehmen, weil wenn wir an den Kinderwunsch denken, dann denken wir auf der einen Seite an all die Dinge, die uns helfen in unserer Fruchtbarkeit, die uns unterstützen. Und auf der anderen Seite eben auch an die Dinge, die unsere Fruchtbarkeit und die Hormone, die dazugehören, stören könnten. Und sowas wie Endometriose oder andere entzündliche Prozesse sind halt Störfaktoren, die diese Hormone stören können. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall rechtzeitig, in solch ein Endometriosezentrum mal zu gehen. Selbst wenn da rauskommt, sie haben das nicht, das ist alles in Ordnung, dann ist das ja wunderbar. Aber wenn was rauskommt, dann kann man eben auch besprechen, was kann ich denn da am ehesten tun. Später, wie gesagt, nochmal ein paar Tipps zu Akutmaßnahmen, die du erstmal ergreifen kannst. Kommen wir zu Punkt 2. Es gibt keine feste Diagnose, es gibt keine Endometriose und auch keine Myome. Du hast aber trotzdem Schmerzen und würdest dich auf dieser Schmerzskala eben, auch wenn du andere Symptome nicht hast, immer noch über 5, über 4, je nach persönlichen Empfinden einordnen. Dann kann es eben sein, dass das einen anderen Grund hat. Meistens ist das ein hormonelles Ungleichgewicht. Wodurch kann das kommen, diese Schmerzen? Zum Ende des Zyklus wird ja die Gebärmutterschleimhaut abgebaut, wenn jetzt keine befruchtete Eizelle vorliegt, die sich da einnisten wollte. Beim Abbau dieser Gebärmutterschleimhaut werden sogenannte Prostaglandine freigesetzt. Wenn du ein sehr hohes Schmerzempfinden hast oder starke Schmerzen, dann werden eben sehr viele von diesen Prostaglandinen freigesetzt. Und die erhöhen das Schmerzempfinden. Die bereiten quasi das Nervensystem auf Schmerzen vor, wodurch diese Schmerzbereitschaft des Körpers steigt. Wir empfinden also schneller Schmerzen und dann meistens auch intensiver. Gerade im Kinderwunsch macht es Sinn, den Gründen dafür, warum das so ist, mal auf den Grund zu gehen. Denn auch gemäß der traditionellen chinesischen Medizin stehen alle Symptome, die im Zusammenhang stehen mit diesen Schmerzen, zum Beispiel in Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit, also mit der Chance auf eine Schwangerschaft, dann aber auch auf das Wohlbefinden in der Schwangerschaft, beziehungsweise andersrum formuliert, auf Komplikationen in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wenn du diese Schmerzen hast, da nochmal hinterher zu gehen und nochmal nachzufragen, woran könnte das denn liegen, dass ich diese Schmerzen empfinde, beziehungsweise dass mein Körper ein so großes Schmerzempfinden hat oder meine Hormone im Ungleichgewicht sind. Dazu kannst du dir auch gerne nochmal die anderen Videos auf dem Kanal anschauen, denn hierzu gibt es noch ganz, ganz viele andere Informationen, welche Gründe denn da überhaupt in Frage kämen.
Jetzt kommen wir erst einmal zu dem Akutplan, also zu einem Erste-Hilfe-Plan, den ich gerne umgesetzt habe, als ich selber diese Diagnose erhalten habe und der auch vielen anderen Frauen aus meinem Coaching hilft. Das Erste, was ich grundsätzlich machen würde, wäre, auf eine antientzündliche Ernährung zu achten. Endometriose und auch andere Schmerzen basieren häufig auch auf Entzündungsreaktionen, beziehungsweise Entzündungsreaktionen können diese Schmerzen verstärken. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, möglichst antientzündlich zu ernähren. Was heißt das? Möglichst kein Junkfood oder Fastfood, möglichst wenig Zucker, auch wenn es manchmal schwer fällt, kein Rauchen, kein Alkohol und darauf achten, möglichst schonend zuzubereiten. Also mit vielen Nährstoffen, viel Gemüse, gute Lebensmittelqualität. Ich halte mich da immer ganz gerne an das Prinzip 80-20. 80% vollwertig, pflanzlich, gesund, ausgewogen und 20% darf es auch mal was anderes sein. Wir brauchen hier keine Diäten oder so etwas, sondern ein Konzept, was alltagstauglich ist. Und ich finde, mit diesem 80-20-Konzept fährt man sehr gut, ohne sich jetzt alles verbieten zu müssen. Was auch noch hilft, ist manchmal Bewegung. Das musst du ein bisschen für dich selber rausfinden. Manchen hilft Bewegung. Nach der TCM ist Bewegung, die Energie in den Fluss zu bringen. Und das hilft manchmal, Schmerzen zu verarbeiten. Aber insbesondere bei Mängelzuständen würde ich empfehlen, eher sich auszuruhen. Also wenn du dieses Bedürfnis hast, du dich eher ausruhen möchtest, dich einkuscheln möchtest mal einen Tag mit einer Wärmflasche auf dem Bauch, dann mach lieber das, weil das wird dich weiterbringen und Sport würde deinen Körper dann nur noch mehr stressen. Hör da wirklich auf deinen Körper, was er in dem Moment am ehesten braucht. Mängelzustände rausfinden kann man ganz gut über die Haarmineralanalyse. Das kannst du dir gerne unten in der Videobeschreibung nochmal anschauen, worum es da genau geht. Akut greife ich gerne auf Nährstoffe zurück. Neben diesem grundsätzlichen Konzept der antientzündlichen Ernährung nutze ich bestimmte Nährstoffe, um diesen Effekt quasi noch zu verstärken. Der absolute Entzündungskiller ist dabei Omega-3. Omega-3 nehme ich grundsätzlich mal so zwischen 250 Milligramm und 1 Gramm, so während des gesamten Zyklus. 7 Tage bevor du weißt, oder fängt immer ungefähr meine Schmerzen an, da würde ich auf 2 Gramm Omega-3 erhöhen, um einfach diesen antientzündlichen Effekt zu nutzen. Was wir auch brauchen, sind Antioxidantien, also ich nenne das mal stressreduzierende Nährstoffe, die uns einfach dabei helfen, besser mit diesem Schmerzempfinden klarzukommen. Das ist einmal Vitamin C. Ich nehme 7 Tage vorher 1 Gramm Vitamin C und zusätzlich noch 15 Milligramm Zink. Die beiden nehme ich zusammen. Und Magnesium. Also Magnesium ist so der Grundbedarf, der Basisbedarf liegt zwischen 350 und 450 Milligramm. 7 Tage vor dem Schmerzereignis würde ich auf 600 Milligramm erhöhen. So, das sind jetzt mal die Akutmaßnahmen, die du gerne mal für dich ausprobieren kannst und gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben kannst, wie dir das hilft. In meinem Kinderwunsch, hatte ich ja eben schon gesagt, wurde auch Endometriose diagnostiziert. Was meine Erfahrungen dazu waren, kannst du dir gleich in dem Video anschauen, was hier nochmal verlinkt wird. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Mach's gut!